Was geht ab, meine Freunde, und herzliches Willkommen zurück zu Harry Potter Legacy. Weit und breit keine Entity. So, du wirst attackiert, Kollege. So, letzte Folge hatten wir die magischen Dinger von der einen da aufgesammelt. Ich komme gerade nicht drauf. Diese Bällchen da. Und Trolle besiegt und was weiß ich nicht alles. Wir haben den Feuerzauber gelernt. Da muss ich mich erstmal wieder. Die daedalischen Schlüssel haben wir gefunden. Also ein paar, noch nicht alle. Finde Ficks Buch. Genau, mit Fick hatten wir auch gelabert. Was steht da? Ich sollte Professor Fick wissen lassen, dass ich Incendio gelernt habe. Kehre zurück zu Professor Fick. Desillusionierung und benötigt Incendio. Und dann reisen wir mal dahin. Wo ist denn Fick? Da oben. So. Es gab jetzt auch einen Patch. Vielleicht läuft das Spiel jetzt viel besser. Viel besserer. Viel besser. Zumindest scheint es in OBS so zu sein. Guck mal, ganz schön. Und in-game auch, muss ich sagen, ne? Ja. Incendio! Mal, warte, das war nicht so gemeint! Ja, du bist eine Süße. Dir würde ich niemals lassen. Dir würde ich nichts machen. Ich muss da einmal testen. Nur zum Testen. Aber eher hier. Lumos. Ist das meine Mitschülerin? Ich hasse meine Mitschüler. Incendio! Revelio. Den hasse ich auch. Incendio. Wo ist noch jemand zum Hasen? Wo ist dieser, der eine, der immer mit mir kämpfen will? Lumos. Lumos. Ist er da nicht? Viel netter ohne die Vertrauensschüler in den Gemeinschaftsräumen. Wir sollten sie alle loswerden. What? Warum sollte Helga Hufflepuff jemanden auf den Hintern klopfen lassen? Wait. Das verstehe ich immer noch nicht. Ja, die leckt sich ab, die Katze. Hallo. Guten Tag. Ja, du bist auch eine Süße. Wir müssen immer erst die Katzen streicheln. Hätte der jetzt, oder sie, noch übelst orange Augen, dann sieht er jetzt aus wie mein Kater in Real Life. Lumos. Real Life, Realize, Realize, Realize und Real Life von Realization. What? Ah ja, geht aber noch ein bisschen. So. War der nicht hier oben? Nee, wait, what? Lauf falsch. War der runter? Ach, noch einen weiter runter musste ich. Ah, ja. Ganz schön ruhig hier in der Nacht oder abends. Weiß nicht, ob es Nacht ist. Was ist denn das? Wieso kann ich das anvisieren? Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Ich kann zwar anschießen, aber funktioniert irgendwie nicht. Also passiert zumindest nichts mit. Hier soll irgendwo eine Kiste sein. Wo soll denn hier eine Kiste sein? Oben? Ah, oben. Ja, ja, oben. Ich sehe schon. Das ist die da oben neben dem Gemeinschaftsraum ist, wo die Tür abgeschlossen ist. Professor, was ist das? Hier leuchtet irgendwas blau. Revelio. Okay. Funktioniert alles nicht. Revelio. So, hier bin ich. Moin, der Schüler ist hier, des Bösen. Ah, da sind sie ja. Oh ja. Brauch so ein paar Flüche. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick!
Es gibt Arbeit. Los. Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Und was ist, wenn ich alleine gehe? Auftrag gestartet, Geheimnis der verbotenen Abteilung. Sprich mit Sebastian. Weiß Sebastian, wie man da reinkommt? Revelio. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Kollege, was machst du da? Wer ist er? Ins Handy. Oh, was ist das denn? Das habe ich ja überhaupt... Habe ich das nicht gesehen oder habe ich das schon eigentlich... Nee. Schluss! Ich pack ab. Wieder mal auf Abenteuertour? Ich bin nur auf Abenteuertour. Ich bin Main Abenteuer. Main Tour. Warte, wo ist denn Sebastian? Bevor ich da jetzt den Lauf wegen geistig gestört. Ah, okay, der ist unter mir. Mach Platz, sonst wirst du geschubst. Was ist denn jetzt hier los, OBS? Nicht hauen. Aua, nicht hauen. Yo, Sebastian. Sebastian swallowed. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den 3 Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe ihn nie getroffen. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden. Aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was, wenn wir erwischt werden? Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Und was ist mit der Bibliothekarin? Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Ich bin... Danke, Sebastian. Bis später dann. Ich werde dafür sorgen, dass Hogwarts fällt. Natürlich ganz groß wird. Weiß gar nicht, ob man dafür sorgen kann, dass Hogwarts fällt, aber ich werde mein Bestes tun, um es strahlen zu lassen. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Einen Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche
Die sind gratis. Probier ihn doch mal. Oh, so ein Tarnumhang, Alter. Der wäre auch sick. Uah. Close. Neuen Zauber freigestartet. Den brauchen wir wahrscheinlich eher als den... Wo ist denn der hier? Desillusionierung. Um in verbotenen Bereichen nicht entdeckt zu werden. Ganz leise. Ganz leise. Nahe Gegner spüren und untersuchen verdächtiges Verhalten. Wenn du von Autoritätspersonen gefangen wirst, hast du diesen Auftrag versagt. Ja, was ist das denn für ein... Wenn ich sie sehe, dann können das die Vertrauensschüler ebenfalls. Vorsicht. Der Zipfelmützen Johnny, das... Das ist doch kein Lehrer. Wieso hat das Bild mich gesehen? Was soll das? Ihr guckt ja gerade da in die andere Richtung, ne? Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Schnell hinters Regal. Mist. Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Brauche ich nicht fragen, das ist ein Schlusswort. Gut. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden. Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Ja, das werden wir sehen. Vertrauen muss man sich verdienen, nicht wahr? Oh, shit. Du hast nichts gesehen, alte Hexe. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? P ist es, aber eher P-vers. Oh Gott, der war schlecht. Moin, Kollege. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Wo ist denn das mit den Flüchen? Das würde mich sehr interessieren. Natürlich nur normale Projekte. Nichts Gewaltsames oder so. Mein Freund, mach dir keine... Nein. Das Buch wäre in optimalen Händen bei mir. Das mit den Flüchen, das brauche ich. Da musst du dir... Nein, keine Sorgen machen, das... Ich habe keine Schundtat vor. Oh, oh. Nutze Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen und Gegner dorthin zu locken, wo du sie haben möchtest. Der Zielmodus verleiht dir präzises Anvisieren und erhöht zusätzliche Ziele für deine Zauber. Ach, hier ist ja unten jemand zum... Geist, sei vorsichtig. Warte, wo ist ein Geist? Oh, er macht Sch. Der da, oder was? Ah, der Geist da. Okay, I see. I see. Was wäre denn das? Trash-Geist. Noch ein Geist. Ach, die sind beide dahin gegangen. Oh, shit. Ich will zu der Truhe, die da ist. Die interessiert mich ja dann doch mal brennend.
Und ich hier dagegen. Das ist ein Schloss, wo wollt ihr mich verarschen? Bruder, geh weg! Bruder, geh weg! Hä? Das war ja komisch. Finde ich auch. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Für die Hand. Zum Ausflug in die Heilung um diese Zeit? Ich dachte, ich wäre safe. Wir sind hier jetzt sicher. Das akzeptiere ich, das war ich. Also, wonach suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen, mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Ich bin geheimnisvoll, mein Freund. Verzauberte Bücher. Am besten meldet man diese Bücher, sofern dies möglich ist. Nicht so sehr wegen ihrer Tendenz, aus den Händen ihrer Leser zu fliegen, sondern weil der Inhalt fantastisches Geschwafel ohne jegliche pädagogischen Wert ist. Das Buch will ich. Gibt es noch mehr Bücher, die ich nehmen kann? Was ist denn das da für ein Trollding, Alter? Ich bin ja auch. Die verbotene Abteilung. Was hast du gemacht hier unten, um in der verbotenen Abteilung zu hängen? Ah, du willst nicht drüber reden, verstehe. Und nur so gruselige Bilder aufhängen, weißt du? Wenn die Tapete so modrig. Revelio. Ah, das kann ich wieder nicht öffnen hier. Levioso. Lumos. 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 Revelio. Revelio. Oh. Und oh, nicht direkt über uns. Geheimnisse der dunkelsten Künste. Beeindruckend. Oh, das brauche ich. Kann ich das mitnehmen? Nimm das Buch. Und die Hand verfolgt uns weiter. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Sehr gut. Den Spruch kann ich also auch im Geheimen ausüben. Revelio. Revelio. Sammlung aktualisiert. Soll ich das hier wieder zusammenbauen? Kann das sein? Ach, falsche Tasse. Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen.
Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Repar! Hab ich schon längst gemacht. Eine Trollrüstung, hä? Tief, mein Freund. Du weißt gar nicht, mit welchen Mächten du dich hier anlegst. Revelio. Revelio. Lumos. Lumos. Also unauffällig. Natürlich. Spuren alter Magie. Revelio. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Von unauffällig, so wenn du unsichtbar bist, aber Lumos am Mars. Ja, sofort. Gucken, ob hier noch in den Wänden irgendwas ist. Hier an den Seiten. Da unten ist noch eine Truhe. Das war's. Eine andere Dimension betreten. Nicht diese Truhe öffnen. Kann ich darüber. Ja. Oh. Extravagante Wo Hut führt mit. Sie wohl hin? Innerwebmuster. Das Elten. Das Eltenraum oder das Artenraum? Scheiße, habe ich nicht ganz drauf geachtet. Lüfte das Geheimnis der Vorhalle. Revelio. Lieber schnell, bevor ihr alles einstürzt. Oh. Guckt ihr das an, die baiten mich. Die wollen, dass ich nach vorne gucke, damit ich die Truhe übersehe. Eine Ausrüstung ist voll, wollt ihr mich verarschen? Ah ne, muss einfach nur hier gucken. Umhänge. Blau, 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 grau. Gold. Offensive 37. Ist das ein weiter Schal mit Hauswappen? Ja gut, damit kann ich leben. Da könnte ich eine Verbesserung reinklatschen. Kopfbedeckung. Bei Merlins Bart. 23, 11, 14, 90, ja komm, 60. Ja, habe ich nichts Graues zum Wegwerfen? Mann, das sah ja scheiße aus. Auch alles blau. Hätte verkaufen sollen, fuck. Ja, komm mal, hier war eins kaputt. Ich das vielleicht, dann kann ich das vielleicht mitnehmen. Grün gegen Blau getradet, ist okay. Revelio. Revelio. Oh shit. Das war ja klar. Das sind Wachen. Ich hab nur Muckzauber dafür dran. Ah, den habe ich noch. So, mein Freund. Incentium. Weg mit dir. Bei euch verwende ich doch keine alte Magie. Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehreren Treffern erzeugen alte Magieverstärker.
Sammle sie auf, um deine alte Magieanzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magie entfesseln, dir massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Tippe X an, wenn du Aufforderungen über den Kopf eines Gegners siehst. War jetzt aber noch nicht so nötig. Revelio. Ah, du willst kämpfen, ne? Glaubst du, dich habe ich nicht auf dem Schirm? Junge, dich habe ich weggekommen, indem ich mich sogar noch unsichtbar gemacht habe. Ja, ist das geil. Wo ist der Zauber? Ist das der? Brauche ich den vielleicht dafür? Oder muss ich das aktivieren, damit ihr alle... Wait, what? Wie komme ich da drüber? Oh. Okay, irgendwie ergibt das Ganze, wie man da rüber kommen soll. Na gut, dann gehe ich hier rüber. Ist der Vorhalle. Revelio. Aber nicht schon. Ach, guck mal da. Ha, verstehe. Gibt hier Revelio. Auch sowas? Sieh mal einer an. So. Ach, ist ja wieder alles voll hier. Oder immer noch. Tschüss. C. Ja, mit der Kiste. Achso, ich dachte gerade, das stürzt wieder ein. Haha, düsteres Gewand, Alter. Ein düsteres Gewand gefällt mir gut. Nein, nicht fallen. Nur aktivieren. I'll take it. Ich bin drüben, mehr interessiert mich nicht. Revelio. So, dann nehme ich mal... Nee, Lumos brauche ich nicht. Den Illusionszauber hier. Wie kann ich eigentlich die Dinger hier verwenden? Das habe ich auch noch nicht so auf dem Schirm. Oder muss ich das erst freischalten? Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Eben hier die Plätze tauschen. Revelio.
Fast geschafft. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Oh, wie viele Truhen kriege ich denn hier? Ach Mann, wieso habe ich denn so wenig Platz? Wieso ist das der beste Mantel, den ich haben kann? Weg mit den Handschuhen. Die ich gerade eben erst neu bekommen. Na, oh, nicht noch einer. Ihr wollt mich verarschen, oder? Zählen die auch zum Platz? Ne, die haben eigene Plätze, oder? Ich bleib bei dem. Das ist Ausrüstung. Das ist Zauberstabgriffe-Gedöns. Wieso hat man denn so wenig Platz? Hier, so ein Hut kann weg. Der Hut mit zwei Ecken. So, jetzt gehen wir auf lila. Blau. Aber einen neuen Mantel, der besser sein soll. Moment. 23 Offensive. Ist das denn für eine Mütze? Ich kann. Oh, da müssen wir das Erscheinungsbild definitiv ändern. So, ich brauche meine Kapuze. Kann nicht sein, dass ich aussehe wie ein lieber Junge. Muss aussehen wie der Killer vom Herrn. So, mein Freund, zack. Guck mal, was von Hedgehog gehört hat, gibt einen Crit. Ins Handy. Ah, shit, das geht nicht weit genug. Protego! Zack! Ins Handy! Oh, ich bin ja bei ihr auch einfach ein Fein ohne Ende. Ihr seid ja überhaupt keine Herausforderung. Guck dir an, wie viele Dinger hier liegen, Alter. Harry Potter bist. Stolz auf mich. Harry Potter. Es ist also doch ein Buch. Der Flüche hoffentlich.
Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morganock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morganock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt, was sind sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morganock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Meine Hände sind die total richtigen, aber ich glaube, sie hat da auch nicht gerade das Beste vor. Sie sah irgendwie sehr... Sebastian! In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Shit, Sebastian, doch einer der Guten. Also für uns Guten. Der wird uns noch ein guter, mächtiger Kamerad sein. Auf dem Weg zum Bösen. Natürlich vollkommen reinen und guten, cleaner, deutscher Bürger. Wie Apo R.E.D. 5,37 sagen würde. Kehre zu Professor Fick zurück. So, haben wir hier noch ein paar Nebenquests. Die daedalischen Schlüssel, die daedalischen. Daedalisch. Das ist mir alles zu daedalisch. So, was haben wir hier noch so? Das Athenium. Athenäum? Athenäum, ne? Wie komme ich denn da hin? Ein mysteriöser Raum unterhalb der verbotenen Abteilung. Achso, ja gut. Aber das ist keine Nebenquest, oder? Ich möchte mal so was wie eine Legende. Da müsste ich wissen, würde, was hier alles als Neben... Nein!
Ich wollte mir nur das angucken, nicht dahin reisen. Das war doch so noch gar nicht gemeint, Spiel. Flammen. Willem. Ja, wow. Willem. Ich kann sogar warten. Guck mal, cool. Astronomie-Altare. Oder Altäre. Habe ich auch noch keinen gefunden. Müsste ja wahrscheinlich dann hier. Mann, ich bin nur raus aus dem Menü. Der Südflügel. Große Treppe, die große Halle. Der Bibliotheksanbau. Der Astronomieflügel. Müsste ja, wenn dann hier im Astronomieturm sein, oder nicht? Nö. Hier sind Handbuchseiten, Truhen, Demigals-Statuen, aber. Im Glockenturm soll der. Soll der Astronomie. Altar sein. Altair. Was? Guck mal, da ist ein Vieh. Hier folge ich doch. Bitte. Ah, hier ist der Schrank. Na, guck mal, perfekt. Hol ich mir dann so einen Schlüssel. Komm, flieg in die Mitte. Klatsch. Großartig. Aha. Danke für die Hausmarke. Kann ich jetzt einfach rein und raus? Gut. Feier ich. Scheint sie nicht sehr zu interessieren, dass der Schlüssel weg ist. Wo ist denn mein lilaner Wegkreuzer? Was kann das? Ins Handy. Brennen kann das, ah ja. Handbuchseite. Ich bin einfach zu gutgläubig. Die kommt immer noch nicht drüber hinweg, dass ich die verarsche. Ich aber auch nicht. War schon ein bisschen gemein. Tja, beim nächsten Mal weiß ich es besser. Ja, haha. So, dann hier runter. Arbeite, du kleiner Elf. Oh, wo ist er hin? Den nehmen wir auch mit. Hoch, runter. Hoch. Den Free Daedalischen Schlüssel. Boah. Ganz da oben. Ich sehe schon. Komm in die Mitte, ab mit dir. Ja. Wie viele haben wir denn eigentlich schon? Soll das ein Trommel hier sein? Revelio. Komm ich da hoch? Hier komme ich so hoch. Nein. Wenn ich natürlich kein Schloss höre. Schloss. Was ist denn das? Boah, ist ja laut. Leck mich am Arsch, Alter. Ist ja gut. Nein. Ah. Ja. Nein, stopp. Nicht ganz runterfallen. Ist dann lauter. Dann leck mir am Arsch. Tag hier.
Hey, jetzt fährt der Ding hier runter. Nein, ich komm zurück. Eine Güte. Was ist denn da? Dahin! Nein, nicht wieder fallen! Oh nein! Oh nein! Das ist ein lauter Scheißding. Revelio. Wo ist denn das jetzt hin? Jetzt weg die Glocke. Ach, da liegt sie. Und kann ich denn jetzt. Warte mal, hä? So, mitkommen. Wer hat sich denn hier aus? Scheiße, Leute überall hängen. Kommt nicht mehr dran vorbei. Hörsturz, Hilfe! Alter! Klung, 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 klung! Oh! Oh, ich hab wieder keinen Platz. So. Ah, den Hut kann ich auch setzen. So, tschüss. Weil jetzt die Kiste jetzt leer? What? Hast du das jetzt nicht bekommen? Weil ich keinen Platz hatte oder was? Mann, das ist ja voll Meme-Mode. Revelio. Ach, nee. Wo geht's denn hier hin? Ah, eine Truhe. Ah, eine Truhe. Magisches Diagramm. Revelio. Revelio. Hat er irgendwann mir das bringen mag? Ich glaube, ich kann die Truhe nicht mehr öffnen, ne? Scheiße, was ist denn das für eine Pisse? Mist. Okay, merken, wenn Inventar voll ist, solche Truhen am besten nicht mehr öffnen. Oder versuchen zu öffnen. Da fehlt noch irgendwo eine Glocke, ich weiß auch gar nicht, wo die andere sein soll. Jetzt aber jetzt gerade auch nicht wissen. Ja, das eine Ding Ding Dang Dong Ding 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 Dang Dong Ding 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 Dang Dong. Revelio. Revelio. Was haben wir hier? Okay.